die Seele ein Daimon oder ein Geistwesen oder ein Genius an die Seite gestellt bekommt, der nicht vergisst. Die Seele vergisst, wenn sie inkarniert, was sie gewählt hat, das Los, das sie gewählt hat. Aber dein Genius, deine Einzigartigkeit, der erinnert sich und führt dich. Und entweder im Sinne von, du merkst, hey, da ist ein Sog in eine Richtung, oder du merkst, hey, das macht mich unzufrieden. Und egal, wie oft ich mich damit hinsetze und mir das anschaue und meine Programme dahinter anschaue, das macht mich unzufrieden, unruhig, rastlos, ich könnte ausflippen. Ja, dann könntest du auch darüber nachdenken, hey, weil du vielleicht von deinem Weg abgekommen bist und deine innere Weisheit, dein Navigationssystem in dir sagt, hallo, warum bist du immer noch da? Warum umgibst du dich immer noch in diesem Umfeld mit solchen Energien? Warum machst du das denn? Hör mal auf damit. Und dafür brauchen wir Entschlossenheit.